So, wieder zurück bei Tour de France 2015 für PS4 und ja, fünfte Etappe war Sprintankunft, lief nicht so super gut für mich, aber erwartungsweise nicht so gut. Und Gesamtwertung, alles beim alten Sagan vorne. Geht's weiter zur sechsten. Visconti, nehmen Sie an einem Ausweis. Oh. Soll am Ausweisversuch teilnehmen. Naja, was soll's? Valverde behaupten sie. Für Valverde ist natürlich gut, wegen Energie und so weiter. Quintana mit der Energie. Naja. Okay, nächste Etappe, sechste Etappe, Abbeville-Le Havre. Ja, schon ein bisschen mit Profil. Zumindest die kleinen Steigungen. Mal gucken, mit wem ich da fahre. Ja, eigentlich wäre Valverde. Ich nehme das Beste. Titel, Sagan, Greipel. Quintana muss Zeit aufholen. Ah, Quintana ist in den Bergen komplett dran. Da hat er voll das Vorrecht. Deswegen werden jetzt erstmal andere Fahrer in den flacheren Etappen vielleicht bevorzugt. Werde ich vielleicht entweder jetzt echt Valverde nehmen oder den Visconti. Muss mal schnell schauen. Von der Stärke. Genau, hier kann ich ja schauen. Glauben Sie, es gibt Trikot Valverde? Das wäre auch ein gutes Ziel. Oh, die Form ist rot nach unten, die Tagesform. Zagire ist Bergfahrer, Hügel. Zagire ist gar nicht mal so schlecht. Visconti, Sprint 70, Antritt. Ja, Visconti, Hügel, 77, Antritt, 77, Sprint. Den könnte man mal nehmen. Dorset soll einen Ausreißversuch teilnehmen. Ja, dem gebe ich das Ziel, dass er teilnehmen soll, ganz ehrlich. Ja, ich war heute mal mit Visconti. Warum denn nicht? Kaffee, was weiß ich. Auf geht's! Action! Eins, go! So, da gucken wir aber gleich mal. Dorset. Passenden Voraussetzungen in die Offensive gehen und den Wind nutzen, um das Feld auseinanderzureißen. Echt denn? Scheuer oder was? So, der soll angreifen heute. Okay, ich greife an. Jetzt geht's los, da ist schon der erste Angriff. Komm, fahr mit. Okay, Leute, in der Gesamtwertung wird heute nicht viel passieren, aber es könnte trotzdem hektisch werden. Wir müssen vor allem am Ende gut positioniert sein, damit wir nicht schon in der ersten Woche alles verlieren. Was hier auf Bord? Das Peloton hat die Lücke geschlossen. Es gibt keine Ausreißer mehr. Wie lange ist die Etappe? 188 Meter. Dorset. 13 Sekunden. Ansonsten ist es besser, die niedrige Übersetzung zu 9. Verwenden, Ach, die kommen schon. Nicht weg. 10, obwohl. Die Fahrer werden sich recht schnell an die Windverhältnisse gewöhnen können, denn bis nach Le Havre gibt es keine Richtungsänderung. Starker Wind, aber Gegenwind. Naja gut, dann. Ja. An der Spitze des Pilotons kommt Leben. Wieder einer weggefahren.
der Torseite jetzt, Dauerseite jetzt mitgeht. Ich glaub's fast nicht. War richtig hohes Tempo. Das Peloton hat aufgeschlossen. Ja. Heute entsprechen alle Steigungen der vierten Kategorie. Daher gibt es insgesamt auch nur vier Zähler für das gepunktete Trikot. Dann werden wir erstmal wieder simulieren. Okay, andere Ausreisergruppe dabei. Weggekommen, toll. Wie so oft. Fünf Minuten. Sieht ja ähnlich sind im Anstieg. Ja, 65, 59. So, ja gut, wenn es so weit vorne, dann muss ich eigentlich noch nicht fahren. Hier passiert auch noch überhaupt nichts simulieren. Obwohl, Verpflegung schnell nehmen. Oh, fuck, fuck, fuck. Seine Teamkameraden haben sich an die Spitze des Pelotons gesetzt. Sie werden bestimmt die Lücke so schließen, dass es zu einem Zielsprint kommt. Okay, dann jetzt mal simulieren. Zumindest ab der ersten Sprintwertung wird es dann interessant. So, gleich haben wir die Sprintwertung. Boah, jetzt müssen wir langsam hier mal 40 Kilometer, ey. Ja, schon mal vor, komm. Also nach vorne kommen. Die Fahrer an der Spitze kommen an den nächsten Anstieg. Am Gipfel angekommen sind es dann noch 15 Kilometer. So, na komm, jetzt bin ich fast vorne. Oh, das Tempo ist so kacken langsam, ey. Hier keine Sprintankunft. Seine beste Chance liegt darin, einen frühen Ausreißversuch zu wagen. Die ersten Fahrer sind 2 Kilometer vom Anstieg entfernt.
Fahrer an der Spitze haben noch Kraft. Und sie erhöhen das Tempo, um ihren Vorsprung bis zum Ziel retten zu können. Also mit den Kurven habe ich es nicht so richtig. Eine Abfahrt. So, jetzt müsste eigentlich gleich bergauf gehen. Ein guter Rouleur, der jedoch über keine besonderen Stärken verfügt, die seine Gegner beeindruckt. The Gant hat den Punkt geholt. Was geht's so hin? Ich kann nochmal ein bisschen Tempo machen hier. Aber ich glaube nicht wirklich, dass jemand Probleme kriegt. Da anstehe ich ja wieder. Komm, nochmal simulieren. Letzter Anstieg, wo es passieren kann. Oh, warum bin ich denn... Alter. Ist das die Möglichkeit, ey? Am Ende des Felds oder was jetzt? Oh, Alter, ist doch scheiße. Oh. Alles klar. Naja, gut. So. Ach, so echt bescheiden, ey. Wir haben einen guten Punktevorsprung im Kampf um das gepunktete Trikot. Heute verlieren wir es garantiert nicht. Weiter so. Fuck, ich bin... Ach, scheiße. Wollt doch angreifen, ja. Das war mal ein Schuss in den Ofen. Aber warum hat der, ist der so weit zurückgefallen, ja? Muss ich mal richtig Tempo. Jetzt wird Tempo gemacht. Sehr gut. Die Spitze führt mit einer Minute 30 vor dem Peloton. Wie viele Kilometer noch? 23. Die Spitze führt mit 30 Sekunden. Weil die man nicht angreifen sollen. Oh, die Mitte. Nur probieren, geht über studieren, will eh nix. Boah. Naja. Mein Teammitglied ist zurückgefallen. Du kannst nicht mehr auf ihn zählen. Die Fahrer sind wieder zusammen. Jetzt entscheidet sich alles auf den letzten Kilometern. Eine Chance in der Schlussphase wegzukommen. Ich den auch einer Chance.
15 Kilometer bis zum Ziel und das dicht gedrängte Peloton bahnt sich seinen Weg nach Le Havre. Am Ende dürften die Sprinter den Sieg unter sich ausmachen. Boah, voll der Zug hier aufgebaut. Sprinterzug. Dwayne Tuff sogar. Dom Danielsen. Der Sieger dürfte in einem Sprintermittel werden, außer es gelingt einem Fahrer auszubrechen und das Pilotor auf Abstand zu bringen. Ich hab gleich nochmal anzugreifen, glaube ich. Kurz vom Ziel irgendwie. Was zum Haken? 154. Und das Tempo wird dementsprechend ziemlich hoch sein. Wer sich hier Siegchancen ausrechnet, muss sich in eine sehr gute Position gebracht haben. Schauen. 149 nur noch. Alter. Quintana, sehr gut dabei. Sehr gut, das gefällt mir. Das ist ein dicht gedrängtes Telefon rast auf der Arme zu. Nur noch 5 Kilometer. Es zeichnet sich ein Massenschritt im Ziel an. Boah, das ist schon wieder. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Tempo rausgenommen. Das war scheiße. Probieren, geht über Studieren, das wird eh nichts. Ja, eingebrochen. Naja. Sprint ist nichts, also Movie ist da. Mit Sprinter kommt, das bringt echt nichts, aber naja, probieren kann man es ja. So, dann gucken wir mal hier. Er ist in bestechender Form. Ja, ist noch in seinem gepunkteten. So, speichern, bla bla bla. Und wieder Kittel gewonnen. Vor Sagan, DeMar, Cavendish, Buani, bla bla bla. Valverde, oh ja, immerhin 18. noch. Immerhin 18. Und Rojas, 22. Was ist das? Settings. Da ist jetzt 7 Minuten verloren. Quintana, sehr gut. Sehr, sehr gut. Gesamtwertung sieht wie folgt aus. Achso. Gesamtwertung, Sagan, Gilverse. Und nochmal mein Team. Weil Werder einen Platz gut gemacht. Anton. Jousti. Rojas. Quintana. Visconti 17. Ja. Nicht so schlecht, nicht so schlecht. Ja gut, das war die 6. Etappe schon. Weiter geht's dann mit der 7. Logischerweise. Also, bis dann. Tschüss.